Dem einen oder anderen dürfte das Mad Magazine bekannt sein, ein Satire-Magazin aus den USA mit einem bekannten Charakterkopf. In diesem Magazin sind so einige Formate erschienen, unter anderem auch Spy vs. Spy, zwei unterschiedlich farbige Spione, die sich mit allerlei Fallen bekämpfen. Dieses Comic-Format wurde auch noch für den Gameboy umgesetzt. Wie spielt es sich dort? Was taugt Spy vs. Spy Operation Booby Trap für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde weltweit 1992 von Kenpo veröffentlicht. Entwickelt wurde es von First Star Software. Das Spielprinzip ist actionreich und wild. Ihr sucht euch einen der beiden Spione aus, weiß oder schwarz, wobei die Auswahl nur kosmetischer Natur ist. Und dann werdet ihr auch schon in ein Level geworfen. Ihr bekommt eine Aufgabe und müsst dort zum Beispiel einen Mikrofilm bergen. Dieser versteckt sich dann in einer der verteilten Kisten. Wie ihr schon in den Aufnahmen im Hintergrund sehen könnt, ist jedes Level in verschiedene Bildschirme unterteilt, die durch Wege verbunden sind. Ihr lauft also nun diese Abschnitte ab und überprüft die verteilten Truhen, ob dort das Gesuchte drin ist. Das geht alles natürlich auf Zeit und ihr müsst nicht nur den Gegenstand des Levels finden, sondern auch noch 5 andere Diamanten oder was das auch darstellen soll. Wenn ihr das alles habt, geht ihr zum Ausgang und so zum nächsten Level. Klingt einfach? Ist es natürlich nicht. Euer Gegner hat denselben Auftrag und versucht euch alles vor der Nase wegzuschnappen und bekämpft euch dabei auch noch aktiv. Ihr könnt euch dabei auf verschiedene Arten wehren. Zum einen könnt ihr nach ihm direkt schlagen. Leider empfinde ich diesen direkten Kampf als sehr unbefriedigend. Der als erstes zugeschlagen hat, gewinnt im Regelfall leider den Kampf, da der andere sich nicht vernünftig wehren kann. Das ist also nicht unbedingt das Mittel der Wahl, sondern die schon aus dem Comic bekannten Fallen. Einerseits könnt ihr Bomben in Truhen verstecken und andererseits die Levelarchitektur nutzen. An bestimmten Stellen könnt ihr diese nämlich manipulieren. So haut ihr mit einem Hammer im Schneelevel gegen einen Baum und schon geht der Schnee runter, sobald der nächste Agent darunter steht. Aber Achtung, die Falle ist es egal, ob Freund oder Feind darunter steht. Ihr oder der Gegner wird dann durch das Ergebnis ausgenockt, verliert Zeit und Lebensenergie. Je weniger Lebensenergie ihr habt, desto langsamer seid ihr auch noch. Ihr solltet also immer dieses vermeiden. Außerdem verliert ihr alle gesammelten Gegenstände, wenn ihr ausgenockt seid. Aber hier die gute Nachricht, das ist bei dem Gegner natürlich genauso. Die gesammelten Gegenstände werden dann zufällig in einer der Kisten verstaut und ja, geht wieder von vorne los. Die Level sind dabei von der Umgebung her recht abwechslungsreich und später kommen sogar noch Teleporter hinzu. Hier bleibt also kein Wunsch offen. Alle paar Level bekommt ihr auch ein Passwort, um später wieder einzusteigen. Technisch steht das Spiel für einen so frühen Titel hervorragend da. Die Animationen der Fallen sind witzig umgesetzt und ihr bekommt immer einen klein eingeblendet, wenn der Gegner irgendwo reingerannt ist. Musik geht in Ordnung, könnte aber besser sein. Was taugt Spy vs. Spy für den Gameboy also heute noch? Vorweg finde ich die grundsätzliche Idee klasse. Ein Wettrennen mit Fallen. Was kann da noch schief gehen? Leider habe ich beim Spielen zu oft zu sehr jedoch über das Faustkampfsystem geärgert. Da läuft der Gegner zu euch und boxt euch einfach nieder, ohne dass ihr groß was dagegen machen könnt. Das passiert leider viel zu oft. Wenn euch das nicht so stört, dann könnt ihr hier aber auf jeden Fall mal reinschauen. Das war der Test zu Spy vs. Spy für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.